Hallo und herzlich willkommen zu meinem Kanal Pack's einfach an. Es ist April und ich möchte euch zeigen, was bei mir aktuell im Garten ansteht. Ich habe gewisse Aussaaten vor, sowohl im Haus als auch draußen in die Direktsaat. Ich werde Sachen pikieren, was kann, was muss pikiert werden. Und ich möchte euch zeigen, welche Blumen ich in meinem Gemüsebeet pflanze und warum. Es stehen noch ein paar andere Sachen an. Ich nehme euch mit und zeig's euch. Viel Spaß! Ach ja, ich zeige euch bei der Gelegenheit gleich, was ich gegen die vielen Wespen in meinem Gewächshaus tun werde. Unter anderem gehen bei mir in die Direktsaat heute die Markerbsen. Ich habe zwei verschiedene Sorten geholt. Einmal eine sogenannte Sommermarkerbse und eine Markerbse Ambassador. Die kann man entweder in sogenannten Horsten pflanzen. Das bedeutet, man macht in ein Loch ja, 2 bis 5 Erbsen rein. Oder einfach in einer ganzen Linie. Ich habe beides schon probiert, ich finde beides gut. Ich werde es allerdings heute eher in einer Linie aussehen. Ich habe mir nämlich hier schon ein Ranggitter vorbereitet, da kann dann die Erbse hochwachsen. Wie eben erwähnt, mache ich mir hier einfach eine Linie. Die Pflanztiefe ist etwa bei 3 bis 5 cm. Und ich werde sie etwa so, naja, alle paar Zentimeter ein Korn aussehen. Selbstverständlich kann man auch mehr Körner aussehen. Ich meine, nicht jedes keimt. Das ist jedem selbst überlassen natürlich. Drück's leicht fest und deck's natürlich mit Erde zu. Vergesst nicht, euch die Reihen zu markieren, damit man auch später noch weiß, was da gepflanzt wurde. Hier zeige ich euch mal diese Horstaussaat. Da nimmt man einfach ein paar von den Samen, also von den Erbsen, und tut sie so in einer kleinen Gruppe in die Erde stecken. Mehr ist es nicht. Das Schöne bei Erbsen ist, man kann sie immer wieder mal einpflanzen. So hat man eine versetzte Ernte, man hat wirklich über den ganzen Sommer hinweg was davon und kann sie so auch wirklich ständig naschen, weil ja immer wieder Nachschub kommt. Bei diesem Hochbeet werde ich es anders machen. Da habe ich ja kein Ranggitter, deswegen werde ich es hier ganz am Rand einpflanzen, sodass die Erbsen später einfach runterhängen können. Das habe ich auch schon mal ausprobiert, ist wirklich gar nicht schlecht. Sie bleiben sauber, sie kommen nicht mit der Erde in Kontakt und brauchen nicht zusätzlich irgendwas, wo sie sich ranken können. Ich werde heute auf jeden Fall verschiedene Karottenarten aussehen. Hier mache ich jetzt ganz gerne so, dass ich die Karotten vereinzelt mit ein paar Radieschensamen aussehe. Denn die Radieschen, die keimen ja sehr schnell und zeigen mir dann wunderbar die Reihen, in denen die Karottenpflanzen sind. Damit dann nichts durcheinander kommt. Naja, und zwischendrin mal ein Radieschen ernten ist ja auch nicht verkehrt. Bei der Karottenaussaat ist auf eine Sache besonders zu achten. Immer feucht halten. Also sobald der Samen der Karotte gekeimt ist und wirklich austrocknet, könnte es passieren, dass es nichts wird mit der Karotte. Also von daher bitte immer, immer feucht halten. Es gibt auch diesen bekannten Trick mit dem Brett, welches man drauflegen kann, sodass die Feuchtigkeit länger im Boden bleibt. Funktioniert auch sehr, sehr gut. Also Hauptsache, man hält den Boden feucht. Was meiner Meinung nach das ganze Jahr über nicht fehlen darf, sind die Radieschen. Die sehe ich immer wieder andauernd. Leider wurde mir die letzte Reihe komplett von meinen Freunden, den Schnecken, aufgefressen. Also hatte ich bisher noch nichts. Ich werde es jetzt einfach nochmal versuchen in einem anderen Beet und da auf mein Glück hoffen. Hier in meinem Gewächshaus stehen schon einige Sachen, die ich auch über Nacht draußen stehen lasse. Unter anderem Brokkoli, Blumenkohl, Kohlrabi. Hier ist noch ein Schälchen Petersilie. Ansonsten stehen bei mir im Gewächshaus schon hier Mizuna. Das ist so ein asiatischer Kohlsalat. Ja, schmeckt gedünstet wunderbar. Kann man auch immer wieder abpflücken, wächst schnell nach. Ist eine tolle Sache. Schnittlauch habe ich hier noch ausgesät. Dann hier Batavia-Salat. Denkt an eure Kräuter. Hier ist der Dill, der schon gekeimt ist. Noch mehr Kohlrabi.
Und hier habe ich nochmal Batavia. Ein paar Salate, die ich schon vor einiger Zeit pikiert habe, habe ich hier hingestellt. Ich vermute allerdings, dass es schon hier im Gewächshaus wirklich zu warm ist bei den aktuellen Temperaturen. Ich werde ihn daher lieber entweder draußen einfach auf ein Hochbeet stellen mit einem Schneckenschutz oder vielleicht sogar nochmal in den Keller. Muss ich mir mal überlegen. Der Platz ist momentan nämlich auch schon etwas knapp. Ansonsten ist das hier der einzige Kohlrabi, der in der Direktsaat funktioniert hat. Ich habe hier ein ziemliches Schneckenproblem bei mir schon seit jeher. Man sieht aber auch, dass hier schon eine Schnecke dran war. Also das Beste, was ich machen kann, ist immer vorziehen und die Pflänzchen erst, wenn sie eine gewisse Größe haben, ins Gewächshaus oder nach draußen bringen. Ich habe mich sogar schon getraut, meine pikierten Tomaten ins Gewächshaus zu stellen. Also die stehen hier tatsächlich sowohl tagsüber als auch nachts drin. Ich versuche es einfach mal. Ich habe im Keller noch ein paar stehen, falls das nicht funktioniert. Aber ich denke, das wird sehr gut funktionieren, weil es ist sehr viel Licht, was sie natürlich brauchen. Wärme, sie dürfen jetzt auch ein bisschen schießen. Ich habe sie beim Pikieren sehr tief gesetzt und entsprechend klein sind die Pflänzchen noch. Im Gewächshaus habe ich im Übrigen gerade Tomatenpflanzen entdeckt. Das sind natürlich die Kerne, die letztes Jahr von alleine hier runtergefallen sind. Finde ich spitze, finde ich super. Habe ich schon öfters mal wirklich benutzt, stehen lassen und so weiter. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass die Pflanzen, die von alleine kommen, hier draußen im Gewächshaus, deutlich robuster und auch schneller wachsen. Also von daher, wenn ihr so ein paar Pflänzchen findet, lasst sie durchstehen. Es muss ja nicht alles selbst ausgesät sein, wenn man schon so tolle Tomatenpflanzen hat, die ganz von alleine gewachsen sind. Warum nicht? Leider suchen sich auch dieses Jahr die Wespen wieder ein neues Plätzchen in meinem Gewächshaus. Letztes Jahr habe ich sie noch gelassen, dann durften sie sich hier ein kleines Nest bauen, aber dieses Jahr fangen sie mir schon etwas zu früh an und vermehren sich jetzt schon massiv. Das heißt, ich werde hier was dagegen tun müssen. Das ist hoffentlich mein Schutz vor den Wespen, die aktuell unbedingt zu mir ins Gewächshaus wollen. Ich habe mir an diesem Fenster einfach ein Fliegengitter angebracht. Ich versuche es euch mal besser zu zeigen. Also ich habe hier quasi dieses Kletttape angebracht, habe es zusätzlich noch getackert, weil natürlich durch die Hitze der Kleber nicht gut halten wird, das ist klar. Hier geht's weiter. Also ich habe es quasi hinter diesem Schieber von diesem automatischen Fensteröffner angebracht. Das ist hier außen. Vielleicht kann ich es euch so ein bisschen besser zeigen. Hier ist das Klettband und von innen habe ich dann das Fliegengitter angebracht. Ich hatte leider nicht genug Material da, das war noch so ein Reststück vom Fliegengitter, was ich zu Hause hatte, hat mir nicht komplett gereicht, werde ich noch ein bisschen was holen müssen, um es komplett schließen zu können. Wie man hier sehen kann, ist diese Ecke leider offen geblieben. Ja, ich hoffe mal, dass das funktioniert und wie gesagt, wenn die Tomaten drin sind und das Ganze blüht, werde ich das natürlich wieder entfernen, damit die guten Insekten wie die Bienchen und andere reinkommen können, um das Ganze zu bestäuben. Von außen sieht das Ganze dann so aus. Ich weiß nicht, ob man es bei dem Licht erkennen kann. Es ist ein weißes Netz. Aber ja, es ist komplett zu und es erfüllt seinen Zweck. Nachdem draußen in der Direktsaat alles erledigt ist, komme ich jetzt zu den Gemüsesorten, die ich im Haus jetzt erstmal ansehe. Wie ihr hier sehen könnt, das ist meine Anzuchtstation. Die habe ich mir einfach mal aus ein paar übrig gebliebenen Brettern zusammengeschustert, wenn man so will. Habe mir Pflanzlichter organisiert, die hier angebracht. Und ja, das nutze ich jetzt seit vielen, vielen Jahren. Funktioniert super. Hier unten habe ich noch eine mobile Pflanzlampe. Die kann ich mir draufstecken, wo ich sie brauche. Und der Clou an dieser Anzuchtstation ist für mich, das oberste Regal, denn das kann man verstellen von der Höhe her. Ich zeige es euch gerne mal in der Nahaufnahme, da sieht man die Haken, an denen es angebracht ist. So kann ich es je nach Bedarf weiter runterfahren bzw. nach oben, wenn die Pflanzen so weit gewachsen sind, dass sie Platz brauchen. Ja, es ist mir schon passiert, vor allen Dingen mit der Physalis, weil ich schon mal sehr, sehr früh damit angefangen habe und sie war einfach schon zu hoch, als dass sie hier Platz gehabt hätte. Von daher eine super Sache, höhenverstellbar und wirklich einfach anzubringen.
Hier könnt ihr das Ganze nochmal aus der Nähe sehen. Ich habe das hier mit so einem Drahtseil befestigt zum einen. Also das hängt hier locker drin. Und dann ist es mir möglich, dieses abzuhängen und mich hier einfach die Höhe natürlich entsprechend einzustellen. Das ist hier beides mit Gewinde. Das kennt bestimmt, das kennen viele von euch, dieses System. Ich habe es an der Stelle nur etwas umfunktioniert. Einfach wieder einhaken und entsprechend könnt ihr eure Regalhöhe anpassen. Selbstverständlich kann man dieses auch komplett entfernen und das Regal wirklich ganz oben anhängen. So hatte ich das auch schon mal. Ich werde ein paar Kürbisgewächse aussäen, unter anderem natürlich Gurken. Gurken werden überhaupt nicht gerne pikiert, generell Kürbisgewächse, also auch Zucchini und ähnliches. Darum werde ich sie gleich in ein größeres Pflanzgefäß einpflanzen. Ich plane hier 2 bis maximal 3 Pflanzen pro Topf, eher 2. Und sie sollen da drin bleiben, bis sie wirklich draußen im Freiland oder im Gewächshaus eingepflanzt werden. Ansonsten, ja, Gurken, Zucchini, 2 verschiedene Sorten. Aber an der Stelle sei auch nicht zu vergessen, man kann auch schon Kräuter aussehen. Ich habe hier Basilikumsamen, die habe ich aus meinen eigenen Pflanzen. Da gibt es hier ein Video dazu, wie ich mein Gewächshaus aufgeräumt habe. Habe ich mir einfach die Basilikumsamen beiseite gelegt und die werde ich heute auch aussäen. Gurkensamen stecken ist super simpel. Ich lege mir in der Regel einfach hier so ein paar Samen erstmal auf die Erde. Ich habe von der Sorte nur 5, darum mache ich hier 3 und hier 2. Dann am besten einfach nur mit dem Finger ca. 2 cm tief in die Erde stecken, zumachen und angießen, wie üblich. Zum Beschriften eignet sich übrigens sehr gut so ein Kreppband, einfach mit Kuli oder Bleistift beschriften. So mache ich das immer, klebe es mir direkt aufs Gefäß, auch wenn es mal nass wird, ist das kein großes Thema. Es bleibt wirklich lesbar. Vergesst nicht, das Ganze anzudrücken. Der Samen bzw. später der Keimling braucht einen guten Kontakt zur Erde und sollte nicht zu locker in der Erde liegen. Alle Kürbisgewächse brauchen eine etwas höhere Temperatur für die Keimung, also 20 bis 22 Grad sollten es auf jeden Fall sein. Und sie sind wirklich kälteempfindlich. Also ich werde sie jetzt auch nicht nach draußen stellen, die bleiben schön im Keller. Allerdings werde ich sie zum Keimen erstmal nach oben stellen, weil ich oben im Wohnraum deutlich höhere Temperaturen habe als hier im Keller bei meiner Anzuchtstation. Und sobald sie gekeimt sind, werde ich sie durchaus wieder etwas kühler stellen, damit sie langsamer, aber stabiler wachsen. Und erst nach den Eisheiligen kommen sie dann wirklich nach draußen. Das ist sicherer. Die Basilikumsamen sind ja sehr klein, sehen fast ein bisschen aus wie Mohn, kleine schwarze Kügelchen. Beim Basilikum mache ich es ganz gern so, dass ich ihn streue. Also da mache ich nicht Samen für Samen in ein kleines Loch, sondern ich streue ihn, ebenso die Petersilie, in meine Erde und decke ihn allerdings nicht zu stark mit Erde ab. Also wir reden hier von etwa 1/2 Zentimeter, reicht allemal, braucht nicht tiefer sein. Basilikum ist ähnlich wie die Gurken oder eben die vorhin erwähnten Kürbisgewächse, braucht eine hohe Temperatur, liebt die Wärme und würde im kalten Keller eher nicht keimen oder wahnsinnig lange brauchen. In meinem Gemüsebeet dürfen Blumen nicht fehlen. Und zwar nicht irgendwelche Blumen, sondern ganz bestimmte. Ich kann mich noch an den Bauerngarten meiner Oma erinnern, der war immer ganz bunt und voll mit Blumen. Als Kind habe ich es nur schön gefunden, später habe ich verstanden, dass es auch wirklich seine Berechtigung hat. Ich spreche hier von ganz bestimmten Blumen, es gibt natürlich ganz viele. Für mich persönlich geht es um die Ringelblume, die Calendula und die Tagetes, die sogenannte Studentenblume. Die dürfen in meinem Gemüsebeet nicht fehlen. Bei der Ringelblume ist es super einfach, die sät man einmal aus und die kommt jedes Jahr von alleine wieder. Also man muss hier gar nichts machen, teilweise sogar auslichten, wenn sie zu dicht wächst. Die Ringelblume hält bestimmte Schädlinge fern, heißt es. Zum einen soll es Schnecken fernhalten, da braucht man natürlich viele dieser Pflanzen. Andererseits auch den Kartoffelkäfer. Und sogenannte Drahtwürmer in der Erde, also Schädlinge auch, die auf Kohlpflanzen insbesondere gehen.
Diese Blumen haben natürlich noch den Vorteil, dass sie eine Pfahlwurzel bilden und somit den Boden lockern, was unserem Gemüse natürlich auch nur zugute kommt. Außerdem locken diese Blumen natürlich Insekten an. Die brauchen wir insbesondere später, wenn es um die Bestäubung geht. Und ja, jeder weiß, man soll auch für Insekten, für Schmetterlinge, für Bienen was Gutes tun. Sie tun uns was Gutes, wir ihnen. Also, Blumen nicht vergessen. Bei der Tagetes bzw. Studentenblume ist es etwas anders. Die muss man jedes Jahr neu aussehen. Also man muss sich die Samen aus den Pflanzen behalten und sie neu aussehen. Die sehen so aus wie so kleine Mikados mit schwarzen und weißen Seiten. Die sähe ich meistens so eben im März, April aus, ziehe sie zu Hause vor und pflanze sie später in mein Gemüsebeet. Im Gegenteil zur Ringelblume ist es bei der Tagetes so, dass Schnecken sie lieben. Ja, das ist jetzt natürlich so eine Gratwanderung. Will man die Schnecken die Blumen abfressen lassen oder will man sie lieber fern haben? Ja, das ist so eine Gratwanderung. Ich pflanze sie meist nicht direkt neben das Gemüse, sondern eher außen um meine Hochbeete. Sprich bei meinen Büschen, bei meiner Johannisbeere, Blaubeere und so weiter, bei der Aronia und Ähnlichem. Ich habe sie sehr gerne im Garten. Sie macht ein wunderschönes Bild. Sie wächst in verschiedenen Farben. Ich habe meistens gelbe und rot-gelb, orange. Bei der Tagetes ist es so, dass sie auch bestimmte Schädlinge fernhalten soll. Sie verträgt sich mit allen Gemüsepflanzen sehr, sehr gut. Also da spricht nichts dagegen, sie irgendwo zu pflanzen. Aber wie gesagt, man muss ein bisschen gucken, weil sie von den Schnecken sehr gerne gefressen wird. Die Aussaat ist ganz einfach. Auch hier streue ich mir einfach immer ein paar von diesen Samen, Mikado-Sticks, einfach aus. Bedecke sie etwa einen halben bis maximal 1 cm mit Erde. Und wenn sie dann soweit gekeimt ist, beziehungsweise schon etwas gewachsen ist, dann trenne ich sie einfach aus diesen Gefäßen und pflanze sie in mein Gemüsebeet. Super easy. Hier sieht man sie nochmal aus der Nähe. Es sind einfach so Stäbchen, schwarz-weiße Stäbchen. So sehen die aus. Natürlich ziehe ich nicht alle Samen, die ich von den Blumen habe, in meiner Anzuchtstation vor. Da würde mir tatsächlich auch der Platz ausgehen. Ich mache immer ein paar Schälchen zu Hause, bereite es soweit vor, dass ich auf Nummer sicher gehe. Und den Rest, den streue ich direkt draußen im Garten aus, an den Stellen, wo ich es haben möchte. Ein Teil geht immer auf, der andere wird ja weggefressen von den Schnecken. Also von daher durchaus auch möglich, es direkt draußen auszusehen. Vor allen Dingen, wenn ihr nicht so einen Schneckendruck habt wie ich, dann funktioniert das mit Sicherheit auch sehr, sehr gut und eine Voranzucht ist nicht notwendig. Und eine meiner Lieblingsaufgaben, wenn ich mal entspannen und Ruhe haben will, ist das Pikieren. Ich habe hier, wie ihr vielleicht sehen könnt, ein paar Tomaten. Die sehen leider nicht so gut aus. Sie sind ja ziemlich vergeilt. Sie sind viel zu weit nach oben geschossen. Es liegt daran, dass ich ein paar Tage im Urlaub war und sie nach der Aussaat im Wohnzimmer habe stehen lassen am Fenster. Da war es natürlich viel zu warm. Aber das macht nichts. Ich werde die mir jetzt einfach pikieren. Wie wahrscheinlich alle von euch eh schon wissen, wenn man Tomaten pikiert, setzt man sie deutlich tiefer. Bedeutet, wenn man hier den Stiel anschaut, ne, hier haben wir eine lange Wurzel, die knipse ich immer mit dem Fingernagel ab, wenn sie so lang und dünn wird. Dann kann ich an der Stelle die Tomate wirklich bis knapp unter die Keimblätter in Erde setzen. Sie wird später an dem jetzigen Stiel neue Wurzeln bilden und wird noch kräftiger und besser wachsen. Einfach die Tomatenpflanzen mit einem Pikierstab oder mit ähnlichem aus der Erde holen. Hier kann man sehen, die hat ganz schöne Wurzeln schon gebildet. An neuer Stelle ein tiefes Loch. Das ist jetzt übrigens keine Aussaaterde mehr, sondern schon richtige Gemüseerde. Denn die Tomaten, die dürfen jetzt auch schon Nährstoffe kriegen. Das Ganze setze ich wirklich tief rein. Und dann bleibt nur noch so ein kleines bisschen übrig. Und die Tomate sieht wieder winzig aus, macht aber nichts. Die wächst nämlich sehr schnell nach. Ich habe meine Arbeiten für heute erledigt. Das, was ich mir vorgenommen habe, habe ich geschafft. Mal gucken, was in den nächsten Wochen noch so ansteht. Ich muss auf jeden Fall noch meine Tröpfchenbewässerung anbringen. Dazu mache ich aber gerne ein eigenes Video. Jetzt werde ich mich erstmal hier in meinem Garten zurücklehnen und die Sonne genießen. Ich hoffe, ihr auch. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.